Du hast den Battle Pass noch nicht? Dann bist du genau richtig, denn ich verlose auf jeden Fall Battle Pass. Jeder, der an der Verlosung teilnehmen will, ganz einfach, schreib in den Kommentaren auf jeden Fall deinen Epic-Name und nicht zu vergessen, auf TikTok folgen, dann hast du auf jeden Fall an die Verlosung teilgenommen. So, fangen wir mit dem Glitch heute an, denn heute habe ich auf jeden Fall einen XP-Glitch für euch vorbereitet. So, wir wechseln einmal auf das Spiel und dann zeige ich euch, wie man das auf jeden Fall aktivieren kann. Gebt den Code ein, den ich euch einmal hier vorzeige. Den könnt ihr auf jeden Fall genauso vorgeben, wie ich euch das gerade zeige. Und damit starten wir auf jeden Fall das Spiel. Denkt daran, das Spiel immer auf Privat starten, sonst funktioniert der Glitch nicht. So, nicht zu vergessen, ihr könnt auch meinen Creator-Code aktivieren. Ganz einfach, IRB. Den zeige ich euch jetzt einmal vor. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen für die Unterstützung. Und das ist auch ein Teil der Bedingung für den Verlösung von Battle Pass. So, Creator Code aktivieren, TikTok folgen und hier in den Kommentaren schreiben dein Epic Name, damit ich weiß, dass du daran teilgenommen hast. So, sobald wir in der Map drauf sind, laufen wir einmal nach draußen. Macht einfach das gleiche, was ich mache, und zwar wir laufen jetzt einmal in die Richtung. Gucken, da ist das eine Teil, hier auf jeden Fall in die Richtung müssen wir hin zuerst, damit wir auf jeden Fall den XP Glitch auf diesem Map aktivieren können. So, einmal Boden und dann ist hier oben ein Button, Timer, den aktiviert ihr auf jeden Fall und jetzt müssen wir auf jeden Fall 15 Minuten warten. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Zeit vorbei ist. So, Timer ist vorbei, jetzt können wir auch mit dem Glitch anfangen und zwar wir laufen einmal in die andere Richtung. Ich würde mal sagen, wir nehmen den Grappler gleich mit, gucken ob ich den finde, aber kommen wir gleich eh wieder dahin. So, wir laufen jetzt einmal hier hin, baut hier Boden, hier noch ein Boden und hier Boden. Und hier ist, versteckt sich ein Button, den müssen wir auf jeden Fall vorher aktivieren. So, nehmt auf jeden Fall einiges mit, so viele wie es geht, weil ihr braucht die immer für den Verlauf des Matches, um Sachen zu öffnen. Ich nehme jetzt einfach 8 Stück mit, sagen wir mal. So, aufnehmen, aufnehmen. So, Grappler ist schon andere Seite, hier sehe ich den jetzt nicht. Weil dann können wir uns ein bisschen schneller bewegen, als nur die ganze Zeit nur zu laufen. So, wir laufen auf jeden Fall einmal hier hin. Hier braucht ihr das erste schon mal, 2 Stück muss man hier abgeben, damit der Timer beginnt, sind hier 5 Minuten, dann kommen wir zum Schluss dahin. So, laufen wir jetzt einmal in die Richtung und baut von hier aus 8 mal nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dreht euch um. Boden 1, 2, 3 mal Boden. Und dann ist der erste Button hier auf jeden Fall, den aktivieren wir. So, wenn wir, sobald wir hier landen, laufen wir einmal runter und laufen einmal hier unten durch. Dann nach rechts, da wo Vector Arena steht. Hier vorne ist der erste AK-XP-Glitch. Den aktiviere ich, da war der auch gerade. Da, den aktiviere ich und gleich bekomme ich auf jeden Fall einige AK-XP-Glitch, die man sehen kann. So. So, wo muss man als nächstes hin? Dann würde ich mal sagen, laufen wir jetzt wieder nach unten und zwar einmal in die Richtung, wo wir vorhin schon was gebaut haben, und zwar hier vorne direkt. Von hier aus baut auf jeden Fall nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Drehen uns um. So, ist egal. So bauen wir auf jeden Fall einen Boden und aktivieren den nächsten Button. Und so landen wir auf jeden Fall woanders wieder. Wenn wir hier landen, dann läuft ihr einmal hier durch, einmal hier um die Ecke und dann auf jeden Fall hier, wo das Ding hier steht, dann müsste hier ein Button sein. Kurz hochspringen, vielleicht sieht man den, da ist der, da. Den aktiviere ich und jetzt bekomme ich auf jeden Fall einige XP, wie man sehen kann. So, gucken wir mal. Es steigt auf jeden Fall auf 16.000, 21.000 und so weiter. Kannst du gerne ein Like da lassen, wie das Video bis jetzt gefallen hat und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren. So, gehen wir wieder nach unten, wo wir gerade am besten waren. Und man sieht, man kriegt auch diese Creator-Aufgaben die ganze Zeit da, so durch den XP-Glitch. Das ist schon mal auch gut. Da kriegt man noch zusätzlich nochmal XP dazu. So, laufen wir jetzt einmal wieder da, wo wir gerade waren. So. Gehen wir wieder. Seht ihr, ein Level bin ich schon mal gestiegen. Gehen wir wieder da, wo wir gerade waren. Und diesmal laufen wir geradeaus. Hier vorbei. Dann einmal hier hin, da wo Big Arena steht, drehen wir uns einmal um. Und zwar hier ist der nächste Button, den aktiviere ich auch noch einmal. Und wir bekommen wieder einige XP dazu.
So, wir laufen wieder nach unten. Und zwar diesmal gehen wir einmal in die Richtung. Hier vorne. So, wenn wir hier vorne landen, dann geht hier auf jeden Fall einmal von der Seite. Baut siebenmal nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann drehen wir uns wieder um. Baut ein Boden und noch ein Boden. So, und dann muss der nächste Button irgendwo hier versteckt sein. Den aktiviere ich auch. Sieht hier bis jetzt 82.000 XP, ist auf jeden Fall jede Menge. Für den Anfang, wenn man halt quasi sich hochleveln will. So, laufen wir einmal durch. Steppen wir hier hoch. Läuft einmal rum um den Dach am besten. Und dann hier nach unten springen. Und hier ist der nächste Button versteckt. Den zeige ich euch, da ist er auch. Und den aktiviere ich auch wieder. Und wie man sehen kann, da kommt man wieder einige XP dazu. So, weiter geht's. Gehen wir nach unten. Und zwar gehen wir wieder hier in der Mitte, wo wir am Anfang waren. Da gehen wir auf jeden Fall hoch. Am besten, wie gesagt, ihr könnt auch einen Grappler nehmen, damit ihr euch ein bisschen schneller fortbewegt. Ich habe das jetzt nicht genommen von Anfang an. Aber sollte auch so weiterhelfen. So, schauen wir mal. Gehen wir wieder hier rein. Und jetzt laufen wir wieder nach unten. Einmal hier um den Gebäude, dann gucken wir mal. Müssen wir einmal hier hin, da wo die Fernsehbildschirme sind quasi. Hier ist der nächste Button. Gucken wir mal, da ist er auch gerade gewesen. Da. Den aktiviere ich und da bekomme ich wieder einige XP. So, zu guter Letzt gehen wir da, wo wir am Anfang quasi die Dinge abgegeben haben. Gucken, ob die Zeit abgelaufen ist. Ja, sieht man. Null. Jetzt können wir auf jeden Fall reingehen. Muss den mit Anlauf. Und hier oben befindet der letzte Button sich. Den aktiviere ich und man bekommt wieder einige XP. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Gerne kannst du quasi meinen Kanal abonnieren für weitere Videos. Nicht zu vergessen, wenn das Video gefallen hat, ein Like geben und nimm an der Verlosung teil, denn es gibt auf jeden Fall den Battle Pass gratis dazu. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und ciao.